Wenn man der Größte ist, bringt einen das an die Spitze. Sich in dieser Position zu halten, kann jedoch äußerst anstrengend sein. Hochsommer im Yellowstone-Nationalpark. Paarungszeit für das größte Landsäugetier Amerikas, den Bison. Dieser bemerkenswerte Koloss ist ein Bulle in den besten Jahren. Sein Testosteronspiegel ist gerade doppelt so hoch wie normal. Das Geschlechtshormon gehört zu den natürlichen Steroiden und sorgt für sexuelles Verlangen und Höchstleistungen während der Paarung. Ein kraftstrotzender, 900 Kilogramm schwerer Riese. Ein gewaltiges Herz hält ihn am Leben. Ein durchschnittliches Bisonherz ist fast achtmal so groß wie das eines Menschen und kann Unmengen Blut durch den Körper pumpen. Blut mit ganz besonderen Inhaltsstoffen. Die Hoden des Bisons arbeiten auf Hochtouren und produzieren riesige Mengen an Testosteron. Dadurch nehmen Muskelmasse und Aggressivität des Tieres zu. Im Kampf setzen die Nebennieren Adrenalin frei, wodurch mehr Sauerstoff zu den aufgepumpten Muskeln transportiert wird. Dieser Hormoncocktail gibt dem Bison den Schub, den er braucht, um seine Rivalen zu bezwingen. Er ist das absolute Schwergewicht unter den Wettbewerbern. Die Weibchen sind bereit, sich zu paaren. Der Kraftprotz will sie für sich. Doch eine Ansammlung von rivalisierenden Freiern bedeutet eine deutliche Gefahr. Sein Knurren ist eine Warnung. Während der gesamten Paarungszeit muss das Kraftpaket mit dem großen Herz seine Rivalen klein halten. Jeder Sieg verlängert seine Zeit an der Spitze, hinterlässt jedoch auch deutliche körperliche Spuren. Nach wochenlangen Kämpfen ist ein letzter Konkurrent geblieben, der den hartnäckigen Verführer gibt. Für den wütenden Bullen ein rotes Tuch.